Leute, manchmal muss man einfach Glück haben. Und zwar sind wir gestern in Brein abgestiegen. Ein ziemlich gutes Hotel für echt wenig Geld. Sehr, sehr nette Gastgeber. Und hatten heute vor, nach Massiche und Beaucroix zu fahren. Dort gab es auch einen heftigen Stellungskrieg. Und da kommen wir heute wahrscheinlich nicht hin, weil wir unterwegs ein Museum entdeckt haben. Eigentlich eher eine private Sammlung. Und heute ist ja der 8. Mai, bedeutet das Ende des Krieges. Und das wird hier inoffiziell in Frankreich gefeiert. Und es war selbst in unserer kleinen Ortschaft, wo wir heute genächtigt haben, war richtig was los. Allerdings nur Flohmarkt. Aber hier heute, ich glaube, wir haben so unfassbar Glück. Unfassbar Glück, weil hier gibt es verschiedene Panzer, die werden heute fahren. Und der Renault FT aus dem Ersten Weltkrieg da hinten, der wird heute feuern. Ich glaube, wir kommen heute nicht nach Beaucroix und auch nicht nach Massiche, sondern wir werden uns heute erstmal das Museum angucken. Und wir haben die Inhaber gerade kennengelernt. Der Sohn steht hier hinter der Kasse und der Vater ist quasi der Inhaber dieser Sammlung. Und das Museum heißt, also wie gesagt, private Sammlung, Musée France 40 Vehicles. Also eine Anspielung auf 1940, denke ich mal. Und direkt im Außenbereich, selbst wenn es jetzt geschlossen gewesen wäre, hätten wir hier viel zu sehen. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, der Ference ist schon drin. Und der Hund, ich glaube, der hat das ein bisschen anders erwartet. Aber da muss ich jetzt leider einmal durch. Ich hole dich gleich ab. Finden wir schon verschiedene Geschütze. Das hier zum Beispiel ist ein Flugabwehrgeschütz. Der Amerikaner, würde ich sagen, aufgrund von dieser Beschriftung. Schaut mal hier, auch wieder extrem viel Liebe zum Detail. Das hier ist eine Infanteriesperre und das ist ein Nachbau eines Abris, quasi eines Unterstandes. Schaut mal hier. Mega. Vielleicht ist das eine Sauna. Schaut euch das mal an. Mega gut. So, mal gucken, ob mein Licht vom Handy reicht. Sonst hole ich die Taschenlampe noch. Das liegt übrigens alles hier offen rum. Das ist nicht verschweißt oder befestigt. Das bedeutet auch, diese Person, die das betreibt, wir haben uns noch gar nicht namentlich vorgestellt, wir mögen uns aber, hat hier höchstes Vertrauen in die Leute, die hier kommen. Selbst das Essen ist eingelegt, Leute. Ui, hier. Übrigens, ich habe ja ein eigenes Poloshirt. Und auf diesem Poloshirt ist die deutsche Fahne drauf, damit man auch immer weiß, woher ich herkomme. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Naja, eigentlich weiß ich, woher das kommt. Habe ich häufig gerade in fremden Ländern ein Problem damit, die deutsche Fahne auf meiner Kleidung zu tragen. Ferenc sagte auch, heute ist doch der Tag des Kriegsendes, der Sieg über Nazi-Deutschland. Du kannst doch hier kein T-Shirt anziehen mit einer deutschen Fahne, es gibt Stress. Es gibt aber keinen Stress, im Gegenteil, die sind uns sehr offen. Viele sagen ja auch, die Franzosen sprechen kein Englisch, die geben sich keine Mühe, obwohl die Nordfranzosen vielleicht sogar Deutsch sprechen, tun sie es nicht. Ich habe komplett andere Erfahrungen gemacht, Leute. Das Schöne ist, unsere Generation und die Generation vor uns, die hat ja nichts mit dem Krieg zu tun. Außer natürlich, dass wir die Geschichte erzählen müssen, damit sie nicht wieder passiert. Das ist unsere Verantwortung. Aber grundsätzlich ist der Franzose, und das habe ich gerade auch wieder gemerkt, das ist unser Freund, also mein Freund, ne? Und der hat 0,0 Probleme, wenn ich oder hoffentlich auch wir die deutsche Fahne hochheben und einfach auch stolz auf unser Land sein können. Und das Schlimme ist, dass er so tief in meinem Kopf drin ist, dass ich jetzt, wo ich es gerade sage, trotzdem denke, oh mein Gott, eigentlich darf ich gar nicht stolz auf unser Land sein. Es ist echt komisch. Ja, ist echt komisch. So, eine weitere Kanone, noch in einem relativ schlechten Zustand. Und schaut mal hier. Ich denke, es ist ein französisches Fahrzeug.
Das also grundsätzlich erstmal ein Zivilfahrzeug, das wurde dann aber umgebaut bzw. umgesprüht in ein militärisches wegen der Tarnfarbe. Und das Auto hat quasi so eine Kühlerfront, dass man Gimbal denkt, das ist ein Gesicht. Deswegen versucht er dem gerade zu folgen. So, da vorne gibt es einen Radpanzer. Den habe ich schon mal gesehen in MM-Pack. Der hat quasi vier Räder pro Seite. Wir müssen mal gucken, ob wir jemanden finden, der uns ein bisschen was dazu erzählen kann. Bonjour! So, also das ist Reenactment. Das bedeutet, die Leute haben sich heute hier angezogen, wie das damals üblich war, also sprich Uniformen. Das ist ein alter Renault FT von 1917, sprich einer der ersten Panzer und eigentlich auch der Vorreiter von den heutigen Panzern. Warum? Die ersten Panzer des Ersten Weltkrieges hatten keinen drehbaren Turm. Das kam erst später, nämlich mit dem Renault FT. Das hatte den Vorteil, der Panzer konnte in die eine Richtung fahren, aber in die andere Richtung schießen. Und damit hatte man einen riesigen Vorteil gegenüber anderen Panzern, weil man viel schneller agieren konnte. Und schaut mal, wie klein die Sichtschlitze sind. Mega. So sieht das Ding in Action aus. Das ist ein originaler Turm. Und schaut mal, Leute. Das in Deutschland unmöglich. Gott mit uns. Diese Gürtelschnalle liegt hier am Rande des Museums und jeder kann es anfassen, jeder kann es sich ansehen. Das ist der Eingang. Hier seht ihr einmal, wie das Museum aussieht und wie es heißt. Und wow. Wow. Also das wird wahrscheinlich einer meiner besten Tage überhaupt. Und eins meiner Lieblingsvideos. Das kann ich euch schon mal sagen. Alter Schwede. Pack 38. Neben der Pack 40 einer der wichtigsten und stärksten Panzerabwehrgeschütze der Deutschen oder vielleicht sogar im gesamten Zweiten Weltkrieg. Und hier mit einem doppelten Schild. Also wirklich, wie gesagt, private Sammlung. Da hat jemand sein gesamtes Vermögen wahrscheinlich investiert, um das hier auf die Beine zu stellen. Unten ist Zweiter Weltkrieg, oben ist Erster Weltkrieg. Das Museum, ich nenne es jetzt einfach mal Museum, ist noch nicht fertiggestellt. Aber ich habe ihn gefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass wir exklusiv für euch oben die erste Etage mal kurz andeuten können, damit ihr einen Eindruck habt, wie das damals oder zukünftig aussehen soll. Und ihr seht, der hat hier einfach alles. Und die werden heute fahren. Diese Panzer werden heute fahren. Excuse me, what's the name of this Panzer? AMX-13. What's your name? My name is Laurent Vermeaux-Desroches. My name is Jörg Thiemann. Ich grüße dich. It's beautiful. It's perfect. And I'm very proud that I can see the museum today. Okay, you're welcome. Thank you so much. So, also ihr seht, mega freundlich und sehr aufgeschlossen. Es war jetzt nicht gespielt, deswegen hoffe ich, dass wir alles im Kasten habt und ihr entschuldigt mein schlechtes Englisch. Ich war nämlich auch nicht vorbereitet. 7,5. 7,5, ne? Ja. It's better than the German artillery, or? Yeah. Yeah. 14 rounds per minute. Yeah. Okay. Also 14 Schuss und ich habe gestern gelesen, sie war der deutschen Feldartillerie überlegen. Allerdings hatten die Deutschen einen strategischen Vorteil. Sie haben sie offensiver damals eingesetzt. Als die Franzosen ihre 7,5. Und er hat für uns aufgemacht, Leute. Wow. Schaut mal. Das wird heute ein richtig guter Tag. Sogar die Helme hat er da. Wow. Super. Und schaut mal, es gibt... Aha. Lauf. Ja?
Ich glaube, wir kriegen gerade eine Privatvorstellung. Sie macht den Motor an. Ich bin glücklich. Marin. Marin? Das ist Marin. Hallo Marin. Hallo. Jörg. Wow. Cool. Ich muss mal anheben, wie schwer das ist. Oh, wow. Heavy. Leute, ich weiß nicht, warum wir das verdient haben. Wir haben heute so ein Glück. Geil, oder? Marie macht für uns den Panzer an. Unglaublich. Ich wollte schießen. 5 Minuten. Ja. Temperatur. Aha. Temperatur. Mhm. High, and after we go. Really? Yeah. Wir dürfen fahren. Wir dürfen mitfahren, Leute. Wir dürfen mitfahren. 5 Minuten muss er warm werden und dann dürfen wir mitfahren. Ist es nicht dein Ernst? Und schaut mal hier. Eine Gulaschkanone. Originale Feldküche. Renault FT 17, fahrbereit mit dem Schild hinten. Ich glaube, damit der nicht umkippt. Ich weiß es aber nicht. Und schaut mal, ihr habt die Möglichkeit, jetzt reinzuschauen. Da ist das MG. Beziehungsweise die Kanone. Und alter Schwede. Leute, schaut mal. Wir können hier reingucken. Und viel Platz hatten die damals nicht. Unglaublich. Scheint noch eine 7,5er zu sein. Die wird gerade aufgearbeitet. Ja, jetzt habe ich sie drauf. Das Schild liegt unten. Guckt euch mal die riesen Räder an. Den Schwimmwagen habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich glaube, das ist Bundeswehr. So, entschuldigt bitte die Kameraführung. A, ist das Gimbal noch neu und B, bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. So, da wollen wir nicht zu viele Blicke reinwerfen, das ist privat. Schaut euch das mal an. Boah. Oder hier die Wanne. Kanonen, also Lauf, doch das ist Kanone mit Lauf. Kann ich leider nicht erkennen, was das für ein Panzer ist. Alte Fahrräder aus dem Krieg. Leute, ein Kanu. Okay. Hier gehen wir nicht weiter, das ist private und hier ist auch nichts mehr. Geil! Ich bin geflasht und begeistert. Das wird gut. Und Leute, alle hier hinkommen. Der Typ ist mega nett. Der Sohn ist mega nett. Die Tochter oder die Freundin von dem Sohn wahrscheinlich auch mega nett. Alle mega nett. Ja, ja. Ich darf jetzt rein. Möchtest du hineingehen? Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Geil! Alors, on va le bouger. Si jamais vous voulez mettre le temps, vous pouvez.
Schön, dass du es doch geschafft hast. Ja. Hättest du damit gerechnet heute? Nee. Alter. Guck mal hier, alles da. Komplett ausgestattet, die Möhre. Alles klar! Leute! Das ist wirklich geil! Das ist geil! Oh, unglücklich? Geil. Was hast du jetzt die ganze Zeit draußen gemacht? Ich habe mit ihm gesprochen und gefilmt hier draußen. Mega. Ich hätte ihn auch gerne von draußen noch gefilmt. Vielleicht haben wir die Gelegenheit heute nochmal, dass er nochmal fährt. Aber das war geil. Mega. Das war Ferenc. So, links ist der Panzer. Hier finden wir einen Renault. Ich weiß aber leider nicht, was das für einer ist. Garantiert auch fahrbereit, wie man dann hier an den Spuren erkennt. Und hier ein Kübelwagen. Mackie weiß, was die wert sind. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was dieser wert ist. Ich möchte mich aber nicht zu einer Aussage hinreißen lassen, aber hier stehen Werte, Leute. Und hier, die Original-Patina ist noch dran. Schaut mal. Wunderschön. Genauso muss der auch sein, der darf nicht neu lackiert werden. Der ist, glaube ich, nachlackiert, ne? Ja, der ist nachlackiert. Aber schaut mal. Ein Kübelwagen. Komplett spartanisch. Mega. Boah. Was mir wieder einfällt? Erzähl. Guck dir mal das Antriebsrad an, guck dir mal die Wander an. Weißt du noch? Ja, in Verlagerung Salamander oder wie die hieß. Schleierschwanz, ne? Ja, ja. Aber ich, ungefähr die Größe auch wieder, weißt du? Absolut, aber ich glaube, das war wirklich hier so ein Kettenförderer, Steinzerstörer. Alter, guck mal hier! Alter Vater! Geil! Nicht, dass ich auch irgendwann mal anfange zu sammeln, Ferenc. Krass, wie er ihn hier aufgestellt hat. Mega! Das hübsche Flugzeug hat er hier stehen. Boah, das wäre was für Christian, für das Luftfahrttechnische Museum in Ludwigsfelde. Guck mal, Christian, wenn du das Video siehst, das ist doch was für dich, oder? Du wüsstest wahrscheinlich auch, wie der Sternmotor heißt. Hammer! Da nochmal der Name. Eine Gulaschkanone. Das muss ja auch immer gegessen werden. Und Pack 38 wahrscheinlich. Alter. Mega. Schaut euch das mal an. Hier mit diesem Blech, Schutzschild, das wurde dann hier in den Boden eingegraben, damit der Rückstoß nicht mehr so stark war. Der wird dann aufs Erdreich übertragen. Weil die Kanone, die muss ja
die wird ja auf das Ziel ausgerichtet. Und wenn die einfach nur zurückwabert, dann muss man die jedes Mal neu ausrichten. Deswegen gibt es einen Rückstoßdämpfer und es gibt dieses Schild, damit die maximal fest steht. Bemerkenswert. Ach, guck mal hier, die Koordinaten stehen dran. Aber ich werde euch das Video hier, das Museum auch verlinken. Das sind die Koordinaten. Aber ihr findet das natürlich auch, wenn ihr das googelt. So, er ist so nett und wartet, damit wir zu Ende filmen können. Merci. 7,5 würde ich sagen. Haben wir vorne schon gesehen. Und hier nochmal ein Schützenpanzer. Mega freundlich, die Leute hier, Leute. Mega freundlich. Die Leute im Hotel sind mega freundlich. Die Leute hier im Museum sind mega freundlich. Ich liebe Frankreich. Ich liebe Frankreich vom Herzen. Mega. Mega schön. Hoffentlich können wir den Panzer nochmal von außen sehen. Jetzt gehen wir erstmal ins Museum. Wir haben jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, schon 30 Minuten, 20 Minuten aufgenommen und waren noch nicht einmal drin. Wird auch schwierig, weil wir hier schon wieder einen Panzer sehen. Ich habe bis heute nicht begriffen, wofür diese zwei Mittelräder sind. Hast du eine Idee, wofür diese zwei Mittelräder sind? Bitte? Wofür diese zwei Mittelräder sind? Gute Frage. Ja, ne? Guck mal, Verdun. Verdun. Damit wurde übrigens eine Nebelpackung verschossen, damit man sich tarnen konnte. Hier übrigens der Ferenc. Der kennt mich ja schon, der hat mich quasi zum Urbexen gebracht und der lacht sich immer ins Fäustchen, wenn er mich reden hört, weil er mich ja noch ganz anders kennt. Kannst du dich noch an unsere erste Begehung erinnern? Ja, war aufregend und sehr kindisch. Erzähl doch mal, was wir gemacht haben. Und was wir sind erstmal nach Kamp-Lindfort gefahren. Natürlich, immer. In den Wald, wo wir schön in ein Loch gekrabbelt sind von einem ehemaligen Zechen-Lehrlingsstollen. Und man kannte sich nicht. Man geht mit fremden Leuten immer in den Wald in irgendwelche Übrigens, Löcher. Der Typ hier ist 2 Meter, wie viel? 150 Kilo. 150 Kilo und 2 Meter hoch. Und ich bin zu ihm eingestiegen ins fremde Auto. Und habe ihn über das Internet oder Facebook kennengelernt. Ja. Da hast du noch Angst gehabt. Da habe ich noch Angst gehabt, ne? Ja, und dann haben wir uns ganz, ich glaube um 3 Uhr nachts haben wir uns noch was angeguckt. Was haben wir uns danach noch? Um die Ecke von Kamp-Lindfort haben wir Gullideckel aufgemacht und dann sind ein altes Behelfskrankenhaus aus dem Zweiten Weltkrieg geklettert. Und wer hatte Angst? Du. Leute, das war der Hammer damals. Und mittlerweile ist eine richtige Freundschaft daraus entstanden. Wir sind jetzt 2 Wochen lang auf Tour zusammen und jeder andere oder jede andere wäre mir schon längst auf die Eier gegangen. Aber er bis jetzt noch nicht. Das ist echt gut. So, zurück zum eigentlichen Thema. Da seht ihr mal einen Koloss. Neben einem Panzer. Und ja, auf jeden Fall französisches Modell. Habe ich gerade gesehen. Und das ist, glaube ich, wieder privat. Wir gucken einmal rein. Alter, da stehen noch richtige alte Jeeps. Aber das ist privat, da lassen wir die Finger von. Gibt ja genug zu sehen, wisst ihr. Nämlich das Museum. Wir waren nämlich noch gar nicht drin. Und bevor es ins Museum geht, kommt da ein Panzer an. Ich glaube, da kommt einer, ne? Ja, Alter. Geil, der FT fährt. Leute, der FT fährt. Jetzt aber, Leute, jetzt gucken wir uns wirklich aber wirklich das Museum an. Ferenc lacht schon. So, Eintritt haben wir schon bezahlt. 8 Euro nur. Ich glaube, der macht das auch nicht für den Eintritt, sondern er möchte uns einfach die Möglichkeit geben, diese Sachen zu sehen. Kukri, Messer,
US-Armee-Besteck und alles Bodenfunde. Ein Ladestreifen. Und schaut mal hier, die Bullets, also die Kugeln. Wow. 2 Zentimeter könnte das sein, eventuell. Guck mal, hast du das schon mal gesehen, diesen Prügel? Seitengewehr, ja klar. Nee, das ist kein Seitengewehr, das ist ein Prügel, oder? Nein, das ist ein Seitengewehr. Ach, den ziehst du raus, das ist ein Bajonetten, genau. Das spitzes, ne? Das ist noch den vorne für den Laufaufsatz und den Klickmechanismus, wenn es einrastet. Und guck mal, die große Bullet da hinten. Ja. Boah, also Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Oh, wie schön. Hau das auf. Oh ja, das darf ich aber nicht zeigen. Da. Das sind hier wahrscheinlich die Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass es so toll ist, wie es hier toll ist. Da ist der Sohnemann, glaube ich, das müsste er sein. Das ist die Julian, die gerade den Panzer gefahren hat. Du kennst sie schon. Ja, normalerweise kann ich mir gar keine Namen merken, Ferris, weißt du, ne? Aber so, die Dinge haben wir in Verdun gefunden, allerdings ohne, ohne den Stoff. Dann sehen wir die mal, wie die mit Stoff aussehen. Das bedeutet, das ist auch absolut rar. Das ist alles absolut rar. Wunderbar. Also Leute, wir können euch heute noch so viel zeigen. Ich hatte ganz viele verschiedene Patronen. Eine Lederjacke. Da gab es doch einen Film. Wie hieß nochmal der Film? Alter, guck mal, was es da noch gibt. ich weiß nicht mehr, wie der Film. Da sitzt er in so einem MG drin und hat genau diese Brille auf. Ja, schaut mal hier. Hat er sich in das S-Besteck, hat er sich was eingeritzt. Ladestreifen, Munition. Wie gesagt, bei der ganzen Euphorie immer bedenken, diese Sachen sind ja gemacht worden, um zu töten und Nationen zu spalten und zu trennen, die heute miteinander befreundet sind. Hier in diesem Fall Deutschland, Frankreich. Und natürlich auch die weiteren Alliierten, aber wir sind jetzt in Frankreich, beschränken wir uns darauf. Also trotz der ganzen Euphorie, die ich hier habe, nicht falsch verstehen, das sind Kriegswaffen und die sind gemacht worden, um zu töten. Ich lehne das Töten ab, lehne Gewalt und Rassismus ab. Und hier geht es rein um die Technik, um die Geschichte, weil die Geschichte ist passiert. Das können wir nicht leugnen. Und dieser Kanal möchte euch die Geschichte näher bringen, zeigen, aufklären und hoffentlich auch dazu beitragen, dass Kriege nicht geschehen bzw. nicht weiter eskalieren. So, und zurück zum Video und zu diesem wunderschönen, privat geführten Museum. Alter, also je tiefer ich in die Materie einsteige, desto krasser werden die Besuche, die ich mache. Der MM-Park war schon krass. Aber der MM-Pack ist eher so wie ein gelecktes Museum gewesen. Und das hier, guck mal, das ist originale Erde, Rost, Dreck, Staubpatina, das ist alles noch da, noch dran. Alter. Also mindestens mal genauso geil wie der MM-Pack, der ja auch privat geführt ist. Da sieht man, also im MM-Park, da stecken so viele Millionen drin. Hier wahrscheinlich auch eine oder zwei. Aber hier ist das nochmal eine ganz andere Liga. So, Restauration. Ja, also viele Sachen haben ja den Krieg nicht... Oh, ganz kurz, wir waren ja gestern in der Höhle drin. Und diese Sachen haben wir gefunden aus dem Ersten Weltkrieg. Und tatsächlich... Timo, du hattest recht, das ist für Essen. Es ist für Essen. Jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren, Leute. Seid mir nicht böse. Aber ihr kennt mich jetzt hier sowieso die ganze Zeit. Von daher werde ich garantiert gleich wieder irgendwas haben, wo ich mich dran festsauge. Man hat hier sogar die alte Halle, Fabrikhalle richtig mit eingearbeitet. Hier hat man eine Panne nachgestellt.
Sogar das Originalfoto von dem Fahrzeug. Hier ist die Trinkflasche, die wir in Werder gefunden haben. Schaut mal hier. Ich hoffe nicht, dass ich Urheberrechtsverletzungen bekomme aufgrund des Liedes. Gestern, das wäre einmalig, aber schaut mal, das kam häufiger vor, dass Patronen sich in der Luft getroffen haben. Das sind ja alles Boote. Boah! Eieieiei. Das hat gescheppert. Das hat gescheppert. Überall Einschüsse. Die Vitrine zeigt Einschusslöcher in verschiedene Gefäße. Hier haben wir Munitionskisten. 7,5. Ah, guck mal hier. Wir haben ja gestern eine Sprengrandgranate gefunden. Und die war rot und die war weiß. Das ist rot, das ist weiß. Und das ist, hiermit stellt man die, glaube ich, ein. Aber sei mir nicht böse. Damit. Hier, die sind rot, die sind tatsächlich farbig. Und da ist eine weiße. Und unsere war ja rot-weiß. Schaut mal hier, Schrapnelle. Und hier, das sind die Schrapnellkugeln drin. Die wiegen ungefähr 3-4 Gramm. Und wenn du die abkriegst, dann ist eh Ende. Und so sehen die Granaten aus. Das sind die Granaten selbst. Da ist der Sprengstoff drin oder Gas oder was auch immer. Das ist der Zünder, da gab es verschiedene von. Und das ist die Treibladung hier. Und daraus machen sich einige Leute Kunst und stützen hier was ein. Leuchtsignalpatronen und die hatten tatsächlich verschiedene Farben. Ich dachte, dadurch, dass ich die immer nur als Bodenfunde gefunden habe, hatten die halt keine Farbe mehr. Die waren komplett so wie dir. Und deswegen wusste ich nicht, dass die unterschiedliche Farben haben. Das ist garantiert, um den Zünder einzustellen bzw. scharf zu machen, weil die sind ja in der Luft explodiert und haben dann ihre tödliche Ladung über den Gräben verteilt. Weil die normalen Geschosse sind ja nicht in die Gräben eingedrungen oder wenn dann aus Zufall und die Schrapnell sind über dem Graben explodiert und haben dann diese Kugeln nach unten in den Graben rein transportiert. Boah. Leute, ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Selbst da oben kann man noch hingucken. R35, das ist schon ein bisschen größer. Der sieht den modernen Panzern schon relativ ähnlich. Und der hat hinten noch ein MG. Und vorne hat er die Kanone. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Lied mache, Leute. .47 SA-37 Kanone. Ich denke französisch. Schaut mal hier, wie viel Mühe er sich gegeben hat, hier ein Haus nachzubilden mit Mauer.
da oben. Kommt einer. Hier wird Erster Weltkrieg. Wie gesagt, ich glaube, wir haben später die Möglichkeit, da auch reinzuschauen. Hört sich auf jeden Fall so an. Ich hoffe, es war kein Verständigungsproblem. Und natürlich, Krieg ist auch immer mit Verletzungen, Verwundungen verbunden. Und damals, überlegt mal, wie groß die Spritzen damals waren. Aber ich glaube, wenn du da liegst, ist dir die Spritze dann auch egal, oder? Mhm. Mhm. So viel Aufregung macht durstig. Oh ja, gleich. Ich muss aber erst zu Ende filmen. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Eine alte Trage. Boah, stell dir mal vor, da wäre noch Blut dran. Brrr. Also ich muss sagen, das Museum finde ich richtig geil. Ist mega, oder? Ehrlich. Also. Besonders dieser, keine Ahnung, wie alte Tischkicker. Dann diese ganzen Dosen, wo die Soldaten ihre Gemälde drauf gemalt haben. So weit sind wir doch. 100 Stück oder so. Voll geil. Geil. Und du siehst richtig, die haben da richtig Bock drauf. Ja, die haben hier alles nachempfunden. Ja. Guck mal, selbst das Maschinengewehr da oben haben sie. Du stehst in einem Diorama. Ja. Du stehst wirklich in einem Diorama, Leute. Hier, Essen muss natürlich auch. Ne? Also nicht, es gab ja nicht nur die kämpfende Truppe, sondern es gab ja auch rückwärtig dann, also vorgelagert die Pioniere, die Brücken und so weiter geguckt haben, ob man da überhaupt drauf kann, weil häufig waren die auch vermint oder Sprengstoff dran. Die haben die dann unschädlich gemacht oder Minen geräumt. Und rückwärtig waren natürlich hier Sanitäter, die teilweise auch nah an der Front waren, aber hier vor allem Essen, Artillerie, musste ja alles auch mitgeführt werden. Schau mal hier, Motorrad. Und man glaubt gar nicht, wie viele Pferde noch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt worden sind. Es gibt ja so in den Medien dann immer häufig auch die Darstellung, dass insbesondere die Wehrmacht durch den Blitzkrieg fast ausschließlich motorisiert war. War sie aber nicht. Es waren extrem viele Pferde auch daran beteiligt für den Nachschub. Und hier haben wir wirklich, man ist wirklich in diesem Diorama drin, Leute. Ne? Originale Lampen, Kondensatoren, Patronen, alles aus der damaligen Zeit hier. Aufgebaut in einem Geschäft. Geschäft habe ich auch, glaube ich, bisher nur in Overloon gesehen, dass man da ein Geschäft nachgebaut hat. So hier der Treck von Flüchtlingen wahrscheinlich. Und hier ohne Ende Bodenfunde. Ohne Ende Bodenfunde. Alter Schwede, ey. Ja, also ich krieg's nicht drauf. Müsst ihr einfach mal herkommen. Kommt einfach mal her, schaut es euch an. Alles Seitengewehre, MG34, Bodenfund, ganz viele Gewehre, ganzer Riegel deutscher Handgranaten aus dem Ersten Weltkrieg noch, habe ich jetzt gelernt durch den Bügel, der da dran hängt. Und alles zum Greifen nah. Sogar ein ganzer Panzer haben sie aus dem Boden geholt, ne, mit Raketenwerfern drauf. Eine Panzerbüchse, irgendein Bild vom Koffer. Ich guck mir das auf jeden Fall gleich nochmal alles in Ruhe an. Jetzt gehen wir erstmal hier durch Film. Hier auch nochmal ein Diorama mit einer Flugabwehrkanone. Hier, das war der Stalag. Das ist ein KZ, ein Konzentrationslager. 1940 Alemannia, Deutschland. Bezeichnung, Gefangene. Boah, schaut mal. Sogar noch Blutflecken. Hast du gesehen, die Blutflecken hier? Ferenc? Bitte? Die Blutflecken in dem Oberteil hier? Nein. Musst du mal gucken. Der hat es wahrscheinlich nicht überlebt. Das sind alles hier Treffer. Persönliche Ausrüstungsgegenstände. Verschiedene Waffen. Ich fand das voll geil. Leute, das können wir nur kurz zeigen, ansonsten wird es gesperrt. Da macht eine Dame bei einem Herren etwas. Und man kann auch alles sehen. Aber YouTube gönnt nicht. So ein Fahrrad. Und hier ist ein alter Kicker. Der ist
Schaut euch das an! Die Kasse, die sind noch ganz weit. Aha. Ja. So, wir wollen es natürlich nicht übertreiben. Deswegen machen wir nur ganz kurz. Aber schaut mal, ich möchte nicht wissen, was das kostet. Da würde mich echt interessieren, wie alt der ist. Ja. Aber vielleicht steht ein Datum drauf. Häufig stand ja ein Datum drauf. So, hier kann man auch Getränke und Essen kaufen. Und hier, guck mal, hast du das schon gesehen? Alles voller Kunst. Ich hab, mit den ganzen Dosen. Alter. Das sind alles diese Feldgestecke. Jeder hat was draufgemalt. Ja. Unser eigenes. Alter. Initialien, Kunstwerke, voll geil. Unnormal. Und hier darf man sogar eins anfassen, wie die so aussehen. Jetzt hier geht's noch weiter. Es geht einfach noch weiter. Schweres Maschinengewehr. Beobachtung für die Entfernung, für die Artillerie. Mörser kommt jetzt. Und das ist das Diorama von hinten. Schaut mal hier. Wow, 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 wow. Ich bin extremst begeistert. Extremst begeistert. Ich glaube, man merkt das auch, oder? So, jetzt gehen wir mal raus und werden jetzt erstmal den Diego noch mal uns anschauen, weil der hat heute Morgen ein bisschen Bauchweh. Wein, Leute, wir sind einfach zum Essen eingeladen worden, zum privaten Jörg, Essen. Also ja? Wein. Ja, sehr gut. Aber für Wein ist noch ein bisschen früher, obwohl wir sind in Frankreich, ne? Da ist das okay. Ja, wir sind in Frankreich. Ja, ne? Genau, Frankreich. Reicht das denn für dich? Ja. Ich denke mal. Schaut mal, Leute. L'État français, c'est l'État. C'est l'Empire. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Wir kriegen hier eine Privatvorstellung, Leute. Also ihr kriegt gerade eine Privatvorstellung. So, wir haben gerade das Auto rausgefahren. Denn jetzt geht die Führung los. So, meine Freunde. Also, wir haben gerade eine private Führung bekommen. Denn im unteren Museumsbereich ist aktuell der Erste und Zweite Weltkrieg gemischt. Die planen aber gerade und sind schon ziemlich weit, den Ersten Weltkrieg nach oben zu packen und nach unten nur noch den Zweiten Weltkrieg. Das bedeutet, man hat die Kriege schematisch getrennt. Und das Museum befindet sich in der alten Zuckerfabrik. Und in dieser Zuckerfabrik war damals das amerikanische Headquarter untergebracht. Und ich zeige euch gleich mal, von da kamen die Deutschen. Hier hinter gibt es eine Brücke, die war strategisch, wurde dreimal von den, also dreimal hat sie den Besitzer gewechselt und hier begann dann der Häuserkampf. Der Erste Weltkrieg ist ja sehr stark bekannt für das Thema Grabenkrieg, aber je weiter der Krieg gediegen war, nämlich im letzten Kriegsjahr, wurde auch tatsächlich urban gekämpft, sprich von Haus zu Haus. Und was er uns auch noch erzählt hat, was in dem Museum auch dioramtechnisch dann später vorkommt, ist, dass die gesamten Häuser, die hier noch stehen, unterirdisch verbunden sind, nicht mit Tunneln, sondern die Keller hat man einfach verbunden. Und das wird hier auch in dem Museum dargestellt. Was auch in dem Museum dargestellt wird, was noch nicht zu sehen ist, Ende des Jahres, ist, dass zum Kriegsende die amerikanischen Soldaten, die sind ja relativ spät in den Krieg eingestiegen, lächelnd und freudestrahlend hier an die Marne, wir sind hier in dem Gebiet, wo die zweite große Marnenschlacht war, gekommen und haben gedacht, das wird hier ein easy Vergnügen, man kann sich hier ein bisschen Sporen verdienen und zu Hause kann man erzählen, dass man im Krieg war, so ganz grob muss man sich das vorstellen. Das hat er oben dargestellt, wie sie lächelnd hier ankommen,
dann auf der gegenüberliegenden Seite, wie die Deutschen schon 4 Jahre lang im Feld gelegen haben, dadurch natürlich eine Menge Erfahrung gehabt haben. Und dann, wie sie die amerikanischen Soldaten quasi vernichten schlagen. Liegen tote Soldaten auf dem Boden, vernichteter Minenwerfer. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, das Museum ist der Hammer. Timo haben wir ja gestern kennengelernt, der ist jetzt auch gekommen, der ist jetzt auch hier. Und ja, wir haben auf jeden Fall eine fette Zeit. Und gleich, so ungefähr in einer Stunde, werden die Panzer dann auch fahren. Und so wie ich das richtig verstanden habe, hoffentlich wird der Renault FT17 auch feuern. Also das wird auf jeden Fall nochmal richtig spannend, aufregend, was heute hier so zu sehen ist. Also, bis gleich. Geil ist einfach, wenn du da durchgehst. Ne? Schon gemerkt, dass die mit ihren Reserve-Infanterie-Regimentern da angerannt sind. Da gab es natürlich allein schon durch Gewehrfeuer ziemlich Verluste, weil das waren einfach gute Schützen, die Engländer. Welches Gewehr haben wir da jetzt? Dann haben wir Lee Enfield. Das müsste MK3 sein. Ja, Lee Enfield MK3. Und das war damals das Beste? Das war damals mit das beste Gewehr. Und wie funktioniert das mit dem Verschluss und so weiter? Macht. Oh, das ist einfach. Das ist einfach, ja. Ja. Ich weiß nicht genau, ob die auch, hier kam auch die Ladestreifen? Die Ladestreifen rein. Ich weiß, Mitstreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob oder? Das Mitstreifen, ob der nochmal rauskam oder ob der auch drin geblieben ist. Aber normalerweise müsste er auch rausgegangen sein, weil hier unten ist ja keine Öffnung. Mm-hmm. Only the bullets or the stripe? Yeah, on these bullets you put 2 clips, because it's a Terror magazine. Ja. Can, ah, ja. Can, ja, genau. So you and oh, Bayonet. Ja. In Germany we say Seitengewehr. Seitengewehr, genau. So you put 10 rounds in it. Yeah. So it's technically you can put out the magazine, but it's just for maintenance of the gun. No, normally you're just carrying just stripper clips. Yeah. So it's 5 rounds stripper clips. So you put 2 clips in it. Yeah. Yeah, yeah. Sure. Rack it. Genau. Ah, jetzt ist er auch. Moment, hier ist der Boden. Ja. Leg nochmal an, bitte. Wait. Das sieht schon. Das ist schon martialisch, Leute. Also, wenn du mit dem Ding über das Schlachtfeld rennst, dann musst du dann noch einmal in die Seite rennen, das Ding hier. Aha. Das war schon. Alter Schwede. Cool. Da wurden die auch ziemlich hoch gedreht. Bei Netflix, da waren die alle scharf drauf. Aha. Ich meine, warum? Also, boah. Das Ding wollte ich nicht in der Seite haben. Das sind. Locker mal 50, 60 Zentimeter, ne? 50? Ja. 50. It was great for cutting flesh. Aber die kam eigentlich relativ selten vor, wenn ich hier bei Nett kam. Davon waren die in den Gräben nachher viel zu unhandlich. Ja. Da hatten die ihre. Die ihre kleinen Dolche, Grabendolche, ne? Grabendolche und Keulen und alles drum und dran. Aha. So Leute, das sieht für Normalos vielleicht ein bisschen martialisch aus, aber die leben das ja hier. Das ist ja Reenactment, nennt sich das. It was a Rosalie. Yeah, yeah. It's the first war world again, but depends on the weapon, you have different bayonets. Okay. For the Berthier, you have this type of bayonet, pretty flat. And for the Lebel, Rosalie. Yeah. And for even for the Second World War, for the Mass 46. Yeah. It has also Rosalie type of bayonet, which was in the handguard. So you. Der Standard-Bayonett war das Rosalie-Bayonett, das war so ein Dreikant, so ein richtig langes Ding. Ah, das haben wir auch schon gesehen. Hab ich daheim. Das kriegt man leicht rein und leicht wieder raus, ja, ne? Genau, ja. Weil ich habe es natürlich noch nie ausprobiert, ich glaube, aber das rein- und rausschieben, das ist gar nicht so einfach, wenn man jemanden ersticht, oder? Ich glaube, da musstest du dich manchmal schon mit dem Fuß dagegen. Ja. Moment. Ja. Ah, great. I don't have TikTok. Maybe YouTube. YouTube? Yeah, YouTube. Yeah. Okay. Cool. Fantastic. Tja, voll geil. Start the video new? Yeah. Safety on. Un bouton.
and I shot another one too. Uh-huh. I shot a P-38, which exploded my ear. It was so loud, I lost audition on the my right ear. It was so loud. And after that, I shot also the Uzi, suppressed Uzi. It's not really this one. Nice. Everything is yours, or? No, no, it's not mine. Ah, it was not like this. It was a camp with a lot of guys dressed like me, and the guy bring some of these blank fire gun. It's Uzi. It's Uzi, yeah. Uzi. It's an Israeli one. Mm-hmm. Nice. And I also put the safety on this one because it's an Arabic one, so it doesn't have a say S, A, and E for semi-automatic. And I have 13 shots in this, and it goes very, very fast. I also shot, not an original one, but I went to Germany last year and I shot an MG3 machine endeavor. Where? In which city? I don't remember where, but... So schnell kriegt man Freunde, Leute. Der Timo, den hatten wir ja gestern kennengelernt. Und den haben wir gerade angerufen. Wir haben ja gestern die Nummern getauscht und der ist jetzt auch hier. Wie geil, oder? Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, das ist ja die Zuckerfabrik. Und die Zuckerfabrik war ja in Hand der Amerikaner. Und er hat uns ja oben gezeigt, wo die rausgeschossen haben auf die Angreifer. Und die haben auf die Flammenwerfereinheiten geschossen, damit die explodieren. Und hier soll es irgendwo noch Einschusslöcher geben. Irgendwo soll es hier Einschusslöcher geben. Mal gucken, ob wir die finden. Und ich zeige euch mal. Also hinter mir ist ja das Gebäude. Und da waren die Deutschen. Das bedeutet, das sind vielleicht 150, 200 Meter. Und das ganze Gebäude ist voll. Ja, da oben sieht man sie. Wahrscheinlich mit dieser Brennweite wird man das wahrscheinlich nicht sehen können. Aber ich sehe es auf jeden Fall. Da gibt es ein paar. Da oben zum Beispiel. Aber es sind auf jeden Fall nicht viele. Man weiß auch nach so langer Zeit nicht, ob das Einschüsse oder halt Erosion ist. Aber gleich ist es soweit, dann werden hier die Fahrzeuge vorgeführt. In Summe 4 Stück, glaube ich, oder 5 sogar. Und dann wird das sicherlich nochmal richtig spannend. Der erste Wagen ist schon an. Und long time no see. Sorry? Long time no see. Yeah. Oh, halt mal. You want to see the engine? Aha. Leute, wir kriegen ja eine Privatvorführung. Ah, small one! Yeah, it's small. Aha. But it's the same engine as the Citroën Traction. Ah, okay. It's the same engine, it's even horsepower. Aha. Maybe I have started it just to... Warm up? To warm it up, yeah. The signal works? Where, I think it works. Yeah? Geil, oder? Ready? Yeah. Cool! I don't know if you know, but we are going to start the vehicle. This one is already started, but Laurent, the president of the museum, is going to be over there and doing a presentation of each vehicle. So the NX13 will go first. Yeah. After that, it's the tankette that will go second. Uh-huh. Or the Kübelwagen. The Kübelwagen is second. Yeah. Tankette third. I'm the last one. The last one is the FT. It's the FT 17, and it's a complete rebuild. So we are going to do. Yeah. Hey, Devon. Attends, on est pas. Non, mais vas-y pour le monsieur.
Da kommen sie alle jetzt. Schaut euch das an. Einfach testen. Hammer. Mega. Is this for ammunition? Yeah, it's for carrying the ammunition. Uh-huh. So normally you have a trailer. Yeah. Like this one, Caterpillar Wilder. Yeah. Trailer, excuse me. For the carrying of ammunition from the second line to the first line. Ah. It's from First World War? No, second. No, second. And she drive the car? It's guy. Guy. Okay. Demande si tu conduis. Cool. Yeah, t'as 15 ans, c'est ça, 15 ans? It's 15 years old. Ah, okay. Nice. Nice. Nice and hobby. And this tank? Yeah. One of the first person to ever drive it here at the museum is the girlfriend of the of this guy. The guy with the black black pullover. It's his girlfriend which drive for the first time the tank. And she's not very tall. Uh-huh. And she is 1 meter and 60 centimeters high. Uh-huh. And it's the perfect height for driving this type of vehicle. because if you are too tall, you can close the hatch. Ah, okay. Merci. Also, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Ansonsten versuche ich es mal irgendwie noch zu übersetzen. Also hier war noch ein Anhänger dran. Da. Und hier war auch noch Munition drin. And another fact about this vehicle, so you can start it with a starter engine, yeah, electric starter engine, or you can engage here, turning the engine by hand. No, so la, yeah. Ah, see, I'm turning the engine by hand. Yeah. You need power. Yeah, power and one heavy kick. Because it's big engine, so you need to really crank it very fast and very. You need to be strong too. Wow. And the door is so heavy. No, it's not really that heavy. It's heavy, but not very, very heavy. Can you lift it? Yeah. Yeah. I think it's heavy for a girl. Well, for a girl, she's strong. Yeah. Yeah. yeah, I have it. So Leute, jetzt geht er los. Also, zuerst kommt der Char. Das war der Char, oder? Dann kommt der Kübelwagen. Dann kommt der Munitionstransporter. Dann kommt der Renault. Und dann kommt der FT-17. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Wir kriegen hier eine Gratis-Vorstellung. Damit haben wir definitiv nicht gerechnet. Und schaut mal, wie viele Leute hier sind. Oh, oh. So,
auf jeden Fall gerade alle ein bisschen aufgeregt, aber das ist auch was Besonderes, wenn hier gleich 5 Fahrzeuge aus den Weltkriegen fahren. Also hier sehen wir wirklich Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und müsste Kalter Krieg oder Indochina sein, ne? Der Char. Irgendwie so. Ja, und alle nebeneinander. Und die Dame, die Marie, hat die perfekte Größe, habe ich gerade erfahren. Weil, wenn man größer ist, würde man die Luke nicht mehr so richtig zukriegen und man müsste dann so halb gebeugt dann da drin sitzen. Und das ist auf lange Fahrt natürlich nicht so geil. So, okay, sie guckt auf jeden Fall schon mal angespannt. Das geht also gleich los. Und gerade musste der Motor so 5 Minuten aufheizen. Vielleicht muss er das jetzt auch gerade. Nee, muss er nicht. Sie gibt Gas. Das Gesicht ist cool. Na, gucken, ob wir das drauf kriegen. Ja, man kriegt's drauf. Und es geht los, Leute. Herrlich, oder? Da gehört Vertrauen zu, oder? Mega. Das Highlight startet. Unglaublich, Leute.
Leute, danach ist man taub. So, da zeigt er gerade das Kaliber von den aktuellen Panzern. Das ist ein flügelstabilisiertes Projektil vom Leclerc. Das ist das aktuelle Topmodell der Kampfpanzer von den Franzosen. Und da hat er gerade 3,7 cm abgeschossen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Knall geben muss, wenn die Große abschießt. Ich weiß leider nicht, was er sagt. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Originalkleidung ist, die er trägt. Das ist Panzerkleidung eines französischen Panzerfahrers und daneben ist die Infanteriekleidung eines britischen Soldaten. Und das ist die zivile Kleidung von Ferenc. The Bulldog. Leute, wir sind als Fremde gekommen und gehen als Freunde. Ne? Leute, und die lassen ja einfach die Kinder einsteigen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. So steigt man also auf. Reload it. Mm-hmm. So I can reload it. Okay. Every time. So you won't shoot it again today, or? Maybe. Maybe. Please tell me because my dog. Yeah. Mm-hmm. Okay, also er hat noch einen Schuss frei, aber ich habe gesagt, er soll mir Bescheid geben wegen des Hundes, wegen Diego. Aber dann würde ich ihn auf jeden Fall erstmal wegbringen, weil das ist schon sehr, sehr, sehr laut. Man schaut mal seine Montur an, das ist wirklich sehr original. Mega. Great. Okay. Zu vor Speed. It's close. Leute. Ja. Geil. Letztes Mal ein Uli mitgefahren und jetzt. Oh, the kid. I go outside and the kid comes. Oh, okay, wait, next time. Yeah. Huh? After yeah. I do the maneuver. Uh-huh. It's difficult? No, not really. When you're moving, the wheel, the... Mm-hmm.
you're driving, it's not assisted. It's hard. Yeah, no, it's not really hard when you are driving, rolling at maybe 1 or 2 kilometers per hour. It's very easy to move the steering wheel. The steering wheel. Thank you. It's when you are static. It's really hard. I understand. But yeah, it's the choke. No, it's the engine. The engine, yeah. Mm-hmm. Contact, not contact. And you have a key or something? Oh, no key, the key. At the vehicle at this epoch don't have any key. Uh-huh. And when you where the engine start? And the start is here. Uh-huh. So contact. Mm-hmm. Ah. Okay. Thank you. And you can hold the engine. Mm-hmm. But it will not start if you are not pushing this. Okay. You can know it by looking at here. Mm-hmm. When I put on the contact, mm-hmm. you see this little. So no consumption of electricity. Mm-hmm. Consumption of electricity. Perfect. And here for your the lights. Bulb, LED lights. Uh huh. Can see the gauge. Mm-hmm. Going up. Ah. Lights, no lights. Cool! Leute, ich glaube, ich bin eingesperrt. Ja. Like so, jetzt haben wir dem Kind gerade die Fahrt weggenommen, aber das Kind kann gleich nochmal fahren. Ich wäre nicht rausgestiegen, aber er hat gesagt, komm, lass uns das Manöver noch zu Ende fahren. Und ich zeige euch nochmal hier alles Original, Leute. Oh, it's a Citroën. It's a Citroën U23 for mm-hmm. two tones, and this is for the battery. Uh-huh. For not discharging the battery. Mm-hmm. It's a U23 because you can carry up to 2 tons and 300 kilograms at all mm-hmm. the vehicle. On the road, you can carry up to 230 kilograms. Nice. Meine Freunde, also wir sitzen schon im Auto, wie ihr seht. Wir haben gerade noch mal ein bisschen zwischengetankt. Der Diego sitzt gerade bei mir auf dem Schoß. Er ist ein bisschen was müde, hat das Ganze gut aber verpackt. Und ich wollte die Gelegenheit nochmal nutzen, euch Adieu zu sagen, denn hier an dieser Stelle wird auf jeden Fall das Video enden. Ich weiß nicht, wie viele Teile wir in diesen 2 Wochen zusammengeschnitten bekommen, aber an dieser Stelle sage ich Adieu, Goodbye, Arrivederci und bis zum nächsten Mal.